Wisst ihr, manchmal bin ich schon ein bisschen blöd. Ich hätte auch gleich zwei auf einmal nehmen können. Aber nein, ich muss erst alle einzeln stürmen, bis ich beim letzten auf die Idee komme, dass ich auch zwei auf einmal nehmen kann. Ich dachte, das wäre wirklich flüssig. Irgendwie ist das nicht flüssig. Also löffeln wir es raus. Gibt's ja häckselten Smarties jetzt. Oh, und der Stuhl hat die neuen Rollen. Hallihallo und willkommen zu einem neuen Video. Es gab sehr lange nichts. Es gab nur Livestreams in letzter Zeit. Aber voll Bock auf Zocken gehabt. Aber jetzt gibt es mal wieder ein Kochvideo. Und zwar aus meiner alten Küche. Beziehungsweise aus der Küche aus der WG. Wo schon länger keine Videos mehr gab. Das letzte war tatsächlich das mit der Klimaanlage. So, und heute kochen wir was Schönes. Und zwar habe ich mir hier rausgesucht ein Hühnchen Ananas Curry mit Reis. So. Dafür habe ich besorgt, logischerweise Reis, Hühnchenbrust, Kokosmilch, schöne frische Frühlingszwiebeln, eine Dose Geilo Ananas. Am besten sind Stücke, dann müsst ihr es nicht mehr klein schneiden. Etwas Curry und natürlich die üblichen Gewürze wie Salz und Pfeffer. So, habe ich irgendwas vergessen? Ja, der Nachtisch. Da gibt es ein paar leckere Donuts. Nom. Freue mich schon. So. Ihr steht übrigens im Waschbecken, weshalb ich jetzt gleich unter euch Wasser holen werde für den Reis. So. Da haben wir es auch schon. Und den stellen wir hier drauf. Oh, machen wir auch gleich an, dass wir das noch vergessen. Dann brauchen wir Öl in der Pfanne, dass wir das auch nicht vergessen. Und dann legen wir das Handy beiseite und müssen erst einmal das Fleisch schneiden. Das ist immer so glibrig. Mann! Ich glaube, da brauchen wir noch eine Schale. So. Dann nehmen wir uns das und wir sollen das einfach nur in mundgerechte Stücke schneiden. Genau wie wahrscheinlich das Video hin und wieder meinen Kopf abschneiden wird. Oh Gott, das ist ein Jahr. Ein Stück. Alter, holla die Waldfee. Ja, Klitschfinger, egal. Kriegen wir das mittendurch mit dem Messer? Aber wunderbar. So dick soll das ja nicht werden. Und dann schneiden wir das jetzt einfach mal klein. Ich weiß nicht, ob ich das richtig schneide oder wie. Ich schneide es einfach nur klein, denn man soll es nachher essen können. Wie die Dinger aussehen, ist mir sowas von wurscht, egal, Hühnchen, egal. So, einmal rein mit dir. Und das machen wir den Rest auch noch. So, das Fleisch haben wir geschnitten. In der Zeit, wo die Pfanne warm wird, wasche ich mir gleich mal die Pfoten. Auch schön gucken, dass auch die große Hälfte warm wird und nicht nur die in der Mitte. Komm. Bis gleich. Und da bin ich auch schon wieder. So, die Pfanne ist noch nicht ganz warm. So lange habe ich dann doch nicht gebraucht. Das Wasser wird aber schon gut warm. In der Zeit, wo gleich das Fleisch anbrät, wir sollen das scharf anbraten, in der Zeit schneiden wir die Ananasstückchen klein und die Frühlingszwiebeln auch noch, denn die müssen auch noch klein geschnitten werden. Können wir logischerweise nicht ein Stück da rein tun. So, einmal alles auspacken in der Zeit, wo die Pfanne warm wird, denn Zeit verschwenden sollte man nicht. Nachher wird es eng. Und das wäre dann blöd. So, wir können mal, die Pfanne ist warm, bevor es brutzelt. Einmal rein mit dir. Und ihr wisst ja noch, beim scharf anbraten alles so schön verteilen, dass möglichst alle Stücke angebraten werden können. Und somit auch alle erst auf einer Seite fast komplett durchgebraten werden können. Bis man es dann wendet. So, alles schön verteilt. Die Pfanne kann loslegen, gleich drehen wir das ein kleines Stück nach runter. Was sagt denn eigentlich der Reis dazu? Der Reis sagt 15 Minuten Kochzeit. Okay, es reicht jetzt mal ein Päckchen, denn man kann jederzeit nachkochen. Wir machen doch zwei.
Und jetzt machen wir uns, wie gesagt, an die Ananas, denn die muss auch geschnitten werden. Und den Saft nicht wegkippen, den brauchen wir noch. Insofern schnappen wir uns eine Gabel und schnibbeln die mal. Klein, ein bisschen abtropfen, dass nicht hier alles süfft von dem Zeug. Und dann kann es auch schon losgehen. Einfach so gegen her. Falls ihr den habt, müsst ihr aber Stückchen kaufen, das sind auch nur klein geschnittene Länge, denn so sieht eine Ananas aus, Leute. Wisst ihr, manchmal bin ich schon ein bisschen blöd. Ich hätte auch gleich zwei auf einmal nehmen können, aber nein. Ich muss erst alle einzeln schnibbeln, bis ich beim letzten auf die Idee komme, dass ich auch zwei auf einmal nehmen kann. So kann es gehen. Das Fleisch sieht inzwischen schon ganz gut aus. Wir lassen das aber noch ein bisschen, bevor wir es wenden. Dann noch ein kleines Stück runterdrehen, der Herd ist stark genug. Und dann... Kokosmilch. Ich dachte, das wäre wirklich flüssig. Irgendwie ist das nicht flüssig. Also dann löffeln wir es raus. Natürlich müssen wir auch noch die Frühlingszwiebeln schneiden, Leute. Oben das Grünzeug weg, unten die Wurzeln weg. Ja, ich schmeiß wieder die Hälfte daneben. Man kennt's. Komplett lost. Naja. Hauptsache ist es am Ende irgendwie drin. Ja, wunderbar. Dann haben wir ja unsere Sachen. Und jetzt drehen wir doch mal direkt das Fleisch um. Das sieht doch mal schon wunderbar aus. Einmal bitte umdrehen, meine lieben Stückis. So, das Wasser kocht auf. Dann schmeißen wir mal die zwei Hälften rein und tun das Ding hier auf 15 Minuten stellen. So sagt die Anleitung. Dann soll es so sein. Und das Geile ist, man kann die hier dann einfach rausnehmen, weil die einen kleinen Griff haben. Man muss die nicht abseihen und verbrennt sich nicht die Pfoten, wenn man dazu einen Löffelstiel nimmt. Oder ein Gabelstiel, völlig egal. In der Zeit, wo der jetzt 15 Minuten babbelt, machen wir hier die Soße quasi fertig. Einmal und zweimal. Und man kann es auch noch scharf machen. Ich mag es nicht scharf. Insofern bleibt das außen. Übrigens ist das das neue Stativ. Ich benutze das nicht, nein. Weil es zu groß war, um unter den Kühlschrank zu passen. So mit der Kamera. Jetzt habe ich das alte genommen und das alte hebt jetzt gerade so in dem Winkel, wo es ist. Ich kann es nicht mehr festschrauben, weil es zu alt ist. Und das Gewinde durchgedreht ist, weil es Plastik war. Aber gut, hat bestimmt 10 Jahre jetzt gehalten. Was soll's. Oh Leute, zwischendrin logischerweise immer wieder umrühren. Ich habe jetzt nicht wirklich die komplette Kochzeit oder Garzeit des Fleisches hier mit reingenommen, weil das wäre ja Blödsinn. Aber ich sage immer wieder umrühren dann, dass es überall nicht mehr rosa ist und grün ist. Und dann könnt ihr die Ananas dazu kippen, die Frühlingszwiebeln dazu kippen und das Ananaswasser dazu kippen und die Dose Kokosmilch da reinlöffeln. Okay, ein bisschen flüssig ist es doch. Untenrum. Obenrum war es irgendwie fest, ich weiß auch nicht. Ich habe so ein Ding tatsächlich vielleicht einmal in der Hand gehabt oder zweimal, ich weiß nicht. Aber es riecht geil nach Kokosnuss und es sieht irgendwie viel aus, aber es soll ja auch Soße ergeben. Und wir brauchen viel Curry, weshalb ich extra nochmal neu gekauft habe. So, jetzt soll das aufkochen. Dazu bringen wir es wieder hoch. Und wie gesagt, wieder immer wieder umrühren. Nicht vergessen. Ich werde es euch jetzt ersparen, die komplette Zeit. Obwohl es wahrscheinlich auch schon wieder viel zu viel Gebabbel und zu lange ist. Also aufkochen lassen und dann würzen, was uns verkocht der ganze Kram. Let's go! So, meine lieben Leute, Alarm! Der Reis ist fertig. Alarm! So, den können wir rausnehmen. Und dazu gehen wir schnell wieder rüber. Einmal zu euch hierher und dann schnappen wir uns den Reis hier raus, wenn wir den irgendwie hier kriegen. Ein bisschen fummeln hier, ein bisschen fummeln da.
Nummer 1. Ab ins Waschbecken. Nummer 2. Komm her. Nummer 2. Schön im Waschbecken abtropfen lassen. Und das war's mit dem Rice. Ihr seht das noch ein bisschen dampfen für euch. Das ist vielleicht nicht so geil. So, es dampft vielleicht nur noch am Rand. Genau, das lassen wir noch ein bisschen kochen, bis die Soße ein bisschen fester wird. Ihr seht, die ist noch relativ schlabbelig, würde ich mal sagen. Aber das ist ein cooles Geräusch, was das von sich gibt. Der Haus von Reis, den brauchen wir nicht mehr. So, lassen wir noch ein bisschen köcheln. So, inzwischen hat das ein bisschen geköchelt. Ich habe aufgeräumt, wie ihr seht. Ausnahmsweise mal. Dann hauen wir da mal jede Menge Curry rein. Und schauen mal, ob das jede Menge Curry ist. Jo, es riecht nach Currywurst. Ich hoffe, das war das richtige Curry. Nö. Mal schauen, es wird schon besser von der Farbe. Jetzt sieht das Ganze auch wie Hähnchencurry Ananasgedöns aus. Mal schauen. Und dann hauen wir noch Salz und Pfeffer drüber. Salz müssen wir allerdings ein bisschen aufpassen, dass es kein Salz steuert, sondern eine aufgeschnittene Salzpackung. Ich glaube, das ist genug Curry. Und wir jetzt noch Pfeffer drüber. Und mit Salz macht ihr das am besten so. Guckt, wie viel ihr da nehmt. Und schmeißt es dann erst drüber. So, jetzt nochmal schön mischen, kurz kochen lassen, dass es auch überall drin sitzt. Und dann haben wir es eigentlich schon geschafft. Ich war auch schon fleißig in der Zwischenzeit und habe den Reis aus diesen komischen Einkaufstüten da rausgemacht. Der ist bereits im Topf. Und trotzdem sieht der Herd aus wie Schwein. Naja, egal. So. Der Reis liegt hier schon drin, sieht aus wie Beutel, sind aber keine Beutel. Warmtopf vielleicht nicht auf die Arbeitsplatte stellen, sondern auf die Herdplatte, am besten an die kühle Stelle. Ansonsten einfach auf den Rand. Und dann würde ich sagen, hat das die perfekte Konsistenz hier. Nicht zu flüssig, nicht zu fest. Haben wir auch genau richtig kochen lassen. Und dann habe ich die Donuts auch schon in den Kühlschrank gepackt, damit die gleich richtig schön knackig sind. Ja, dann wechseln wir gleich mal die Position und ich zeige euch das fertige Endprodukt. Bis gleich. Gut, und da haben wir auch schon den Szenenwechsel. Wir sind in meinem Zimmer wieder, wie ihr sehen könnt. Und wir haben hier einmal den fertig gerichteten Teller mit dem Gericht und einmal den Donut mit dem zerhäckselten Smarties jetzt. Und der Stuhl hat die neuen Rollen, wisst ihr ja schon. Und nein, wisst ihr noch nicht. Cool. Ja, ich habe neue Rollen bestellt. Ich habe das, glaube ich, mal angesprochen zu den Inline-Skater-Rollen. Werdet ihr in einem anderen Video sehen. Ja, der Stuhl, ich stupse ihn ganz sanft an und er macht einen Abgang. Ja, und das ist gerade eben auch passiert. Schön, dass ihr dabei wart. Ja. Aber ich stärken wir nicht lang und testen das Ganze mal. Warum ihr einen Löffel legt, weil ich mit dem Löffel esse. Das dauert mir mit der Gabel zu lange. Aber jetzt für das Bild quasi ein Stückchen Fleisch, ein Stückchen Ananas, Reis. Und ich muss sagen, erst im Mund. Er schmeckt exzellent wie immer. Ja, mit dem ewigen Rumwürzen habe ich es ähnlich. Ich mache einfach und es schmeckt dann tatsächlich super gut. Ja, ich hatte keinen Bock mehr auf Hawaii Toast. Letzte Woche viel Hawaii Toast gegessen und es war noch Ananas da. Insofern habe ich irgendwas mit Ananas geholt und das hier gefunden. Ja, Leute, mein Bart ist tatsächlich weg. Ich hatte keine Lust mehr drauf. Aber weggeschnibbelt, wegklebe danach. Bloß ein Teil ist schon ein bisschen da. Ja, ich lasse mir das jetzt schmecken. Ich finde, es schmeckt bis jetzt super gut und ich denke auch nicht, dass sich das ändern wird. Wenn ihr auch Bock drauf habt, das Rezept ist unten in der Videobeschreibung. Ich verlinke euch das. Ich esse das jetzt, lasst es euch auch schmecken. Kocht nach, ist einfach, geht schnell.
bis auf das Verkochen von der Soße halt. Aber die reine Arbeitszeit ist echt nicht lang. Und denkst du jetzt, glaube ich, an sich, der Reis, der muss halt die Zeit kochen, bis er fertig ist. Und ja, was soll ich noch groß sagen? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Mal aus einer Perspektive vom Stativ und nicht mal hier und mal dort gefilmt. Mal ein bisschen anders. Und ja, ich hau jetzt rein. Bis zum nächsten Mal und tschüss.